Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Video und freue mich die Tatsache, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ja, würde ich sagen, wir starten auch so ziemlich gleich los in die Runde. Nach dem Intro. So, damit begrüße ich euch auch zurück nach der Anmoderation. Wir laden jetzt gerade schon ins Game rein und ja, wir fangen dann auch hier mal wirklich an. Ja, lang ist es her, Tatsache, dass ich mal ein Video gemacht habe. So, macht leid, aber Beruf und so ging bei mir ein bisschen vor, aber jetzt freue ich mich Tatsache mal auch wieder ein Video für euch zu machen. Ich hoffe, euch gefällt es bei Rainbow. So, ich hoffe, ich zeige euch auch hier ein gutes Gameplay. Bin ja gerade der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. Aber hoffe, ihr verzeiht es mir. Doch einiges habe ich schon auch auf dem Kasten. So. Die Gegner haben Hinweise zum Standort der Geisel. Auf Kontakt vorbereiten. Wann die Gegner kommen. Yo, bro, put a hole in that wall. Move, please. I want to put a hole in the wall. War abzuwarten, dass hier einer kommen wird, aber gut. Okay, hätte klappen können. Aber ja. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. War ein nicer Try, aber. Naja. Was soll man machen? Nächste Runde wird immer besser. Ich hoffe ich mal. Hier wieder Captain ausrüsten und los geht's. Ja, aber wie schon gesagt, wenn euch so Videos einfach hier gefallen, dann könnt ihr doch einfach mal liken. Würde mich freuen. Beziehungsweise wenn ihr mich noch nicht kennt, einfach abonnieren. Ja. Und dann wird es vermutlich auch bald wieder mehr so Spiele geben, wo ich euch zeigen kann. Ja. Aber jetzt Kopf frei kriegen für die zweite Runde. Und ja. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Dann können wir ja mal schauen. Taktisch wäre hier eine Mine. Das ist immer die Sache, wie, wo, also die Frage ist immer, wo denkst du, wo die Gegner reinkommen könnten? Und dass hier auf der Map tatsächlich ein bisschen, ja, scheiße ist, aber gut. So. Eine Doppelbarriere. Geisel sogar in die Luftstellung sichern und allen Tarn
die liebe Docke hier ruft doch immer gerne mal an. He's up the top, he's up the top. I mean, we could wait 45 seconds and he has to put it. I saw him, saw him. Ich wechsle das Magazin. Keep waiting, Clash. We're waiting, we're waiting. So, müssen. Jetzt und da war er. Easy. Easy, Boys. Ja, auch hier wieder, das natürlich ist das A und O hier natürlich Absprache. So. Weiter geht's. Tatsache spielen wir hier mal. Ist die Frage, was wir hier spielen. Ich würde mal sagen, wir spielen hier Class, einen Scout Sniper. Gut für fern, gut für nah, auch einigermaßen. Und ich hoffe Tatsache, wir kriegen das jetzt auch hier wieder schön hin, in der Runde auch mal wieder noch einen Rundensieg einzufahren. Und auch natürlich auch einen Runden, einen Match-Sieg zu erringen. Was mich sehr, sehr freuen würde. Auch generell weiß, auch durch eins meiner ersten Gameplays wäre von Rainbow. Und da wünscht man sich halt auch immer gerne einen Sieg. Aber. Einen Mute haben die. Okay. Noch 10 Sekunden. Was ist die Frage? 5 Sekunden. Angriffserlaubnis erteilt. Finde die Geisel und bring sie zum Evakuierungspunkt. Müssten im Grunde Nummer oben sein. So, Wärmebild ausgerüstet.
von da hinten. Gut, ich wusste nur, dass sie da hocken könnte. Also er hat gesagt, man hat ja die Schalldämpferschüsse gehört, aber... Ach ja. Schade. Entdeckt. Eigener Druck neutralisiert. Schade, aber... Gut. Passiert. Aber... Nächste Taktik. Aber so wüsste ich nicht, was wir da spielen könnten, dass es besser werden könnte. Ich könnte jetzt auch sagen, ich spiele Ying. Vermutlich werden sie wieder mit einem Mute in der Caveira haben. Aber das ist halt ungewiss. Teamaufstellung einigermaßen recht. Sagen wir solide von den Operatoren her. Ihr müsst die Geisel finden. Ja. Hab ich dich. Hat er mich. Geisel gesichtet. Gut. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Geisel gesichtet. Freigabe für Einsatz erteilt. Lademagazin! Dude, what is the fucking point in that, man? For real? Let's try, aber... Naja, ich hoffe, euch trotzdem hat diese Runde wirklich gefallen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie schon gesagt, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich freuen und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch wirklich alles Gute.